Herzlich willkommen zum Adventsbrunch für Senioren in der Gemeinde Diesbeck. Diese Veranstaltung ist für mich eine Wertschätzung für die Senioren und auch die auftretenden Gruppierungen schätzen die Senioren und bringen sich in die Gesellschaft ein. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit und auch jetzt nach der ganzen Corona-Pandemie auch ein ganz wichtiges Zeichen. Wir vergessen niemanden, wir nehmen jeden mit. Wir haben ganz liebevoll die Tische eingedeckt, auch die Servietten haben das Motto, schön, dass wir zusammen sein können. Wir erwarten heute 50 Senioren zu unserem Seniorenfrühstück. Dank der ehrenamtlichen Unterstützung von Renate Raab, Monika Hess, Annette Schmidt und Waltraud Datz, Manuela Sacher ist heute leider nicht da, konnten wir ein reichhaltiges Buffet zaubern und sind gespannt, was die Gäste dazu sagen. Wow! Unsere Senioren erwartet heute ein tolles Programm. Die Grund- und Mittelschule bringt sich ein mit Weihnachtsliedern und Sketchen, sowie das Therapiezentrum Sachsengrund auch mit Weihnachtsliedern und der Theatergruppe. Elke, dein Sohn kriegt 28 durch 7 raus. Dann helfen doch. Was denn 28 durch 7, Papa? Wofür brauche ich denn das? Zu essen haben wir ein reichhaltiges Buffet von Fischplatten über Wurstplatten, über Käse, Stadtwurst mit Musik, Kuchen, Hörnchen, süße Aufstriche. Ich glaube, es gibt nichts, was es nicht auf unserem Buffet heute zu finden ist. Ich finde es wichtig, auch an Menschen zu denken, die vielleicht alleine sind. Ja, uns geht's gut, wir haben alles, wir haben Familie, wir haben Freunde. Es ist für mich wichtig, auch an andere Menschen zu denken. Ich habe jetzt auch die Aktion Wichteln für Senioren ins Leben gerufen, die jetzt auch im Moment läuft. Damit möchte ich nicht irgendwie riesige Geschenke an Senioren verteilen, sondern mir geht es auch um die Wertschätzung. Ein liebevoller Brief, eine Tüte Plätzchen, ein bisschen was selber gemachtes. Einfach die Anerkennung, schön, dass es dich gibt. Ich finde, das ist so wertvoll in dieser Zeit. Das ist meine Botschaft für die Weihnachtszeit und ich hoffe, es hören viele und beteiligen sich. Ich bin sehr gerne zum Seniorenbrunch heute gekommen und es ist eine Vielfalt drin, es sind sehr viele Leute da und die Carola Grimm, die Seniorenbeauftragte von Diesbeck, die lässt sich so viel einfallen und die kann man nur loben, immer wieder weiß sie was Neues und sie ist so auf die älteren Personen abgestimmt. Also wirklich war ein ganz, ganz großes Lob für unsere Carola. Ja, ich möchte mich nur anschließen, Renate Baumann, dass es hier also wirklich alles passt und alles schön ist und alles gut organisiert ist. Und die Carola ist sowieso die Nummer 1 in Diesbeck. Die Seniorenbeauftragte der Gemeinde Diesbeck und ihre Ehrenamtlichen wünschen eine gesegnete Adventszeit.